Aus dem Interview mit Elfriede Jelinek. Ich bin im Grunde ständig tobsüchtig über die Verharmlosung. 1996, anlässlich der Uraufführung von Stecken, Stab und Stangel am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Für mich ist die Ermordung der Roma das katastrophalste Ereignis der Zweiten Republik. Ein Meuchelmord an vier unschuldigen und unbeteiligten Männern, die ohnehin schon ein unglaubliches Maß an Verfolgungen in diesem Land haben hinnehmen müssen. Die Leute, die sie damals verfolgt haben, sind immer noch da. Zum Beispiel der SS-Oberführer und Blutordensträger Tobias Porci, der immer noch im Burgenland unangefochten lebt und sogar Landeshauptmann war. Ich bin immer, auch wenn ich über Frauenthemen schreibe oder überhaupt, wenn ich für das Theater schreibe, emotional sehr beteiligt. Ich bin im Grunde beim Schreiben eine Triebtäterin. In diesem Fall war ich nicht nur empört. Ich hatte den Wunsch, einer so unterdrückten Minderheit, die unter unglaublichen Umständen lebt, deren Kinder alle automatisch in die Sonderschulen abgeschoben werden, die also gar keine Möglichkeit zur Bildung bekommen, diesen Menschen das Äußerste, was ich mir in meiner Kunst erarbeitet habe, zur Verfügung zu stellen. Für die, die sprachlos sind oder deren Sprache wir nicht verstehen, zu sprechen. Das war mir sehr wichtig. Hertha Müller, wenn etwas in der Luft liegt, ist es meist nichts Gutes. 2003. Dass die Sprache beim Plural von Angst zu Ängsten nicht ins Flirren kommt, ist für mich ein Beweis, dass die Sprache nicht alles mit sich machen lässt. Anders als die Himmel sind die Ängste eben nicht poetisch. Sie sind dumpf, sie öffnen nichts, sie schließen die Sicht. Das Äußere wird zum Erstarren kalt, das Innere wuselt, reibt sich manisch an sich selber auf und wird zum Verbrennen heiß. Ich kenne die Ängste von mir und von anderen aus dem Rumänien Ceausescus. Bereitet, und das im engsten Sinn des Wortes, das heißt auf dem Papier geplant, zu Aufträgen formuliert und von dem dafür eigens angestellten Staatspersonal in Tatsachen verwandelt, wurden sie mir, die Ängste, von windigen Menschen. Vielleicht ist die lange Angst wie Luft unsichtbar gedehnt und überall verteilt. Ich wurde zum Angstbeißer. Ich weiß nicht mehr, wo ich dies treffende Wort vor Jahren gelesen habe. In der Entsprechung dazu waren die Windigen Angstmacher. Sie haben ordentlich gearbeitet und wurden dafür ordentlich bezahlt. Ich weiß, viele von den Windigen gerieren sich heute in ziviler Unschuld. Glück für mich, aber auch für sie selber, weil sie nicht durch persönliche Einsicht ziviler geworden sind, sondern zivilere Zeiten gekommen sind, obwohl sie diese verhindern wollten. Nun erhalten sie zivilere Aufträge, aber die Angstmacher waren und bleiben für sich selber diffus. Sie sammeln sich nur für den Zweck, für den sie in die Pflicht genommen werden. Wenn der Zweck humaner wird, werden sie nicht skrupulöser, sie werden aber weniger gefährlich. Geheimdienstler, Polizisten, Militärs, Gefängnisangestellte, Anwälte, Ärzte, Journalisten, Lehrer und Professoren, Pfarrer, Ingenieure, Postbeamte. Ich könnte die Aufzählung fortsetzen. Bei den Hausfrauen und Rentnern angekommen, wäre ich immer noch im Rahmen, also quer durch die Ränge der Windigen, die in einer Bandbreite von Richtmikrofonen und inszenierten Verkehrsunfällen bis hin zur gefälschten, engen Freundschaft
an der Angst der anderen gearbeitet haben.